Archetypen, eines der wohl bekanntesten Konzepte des Psychoanalytikers Carl Gustav Jung und als Begrifflichkeit wohl auch am meisten aus seiner Theorie heraus in den allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen ist, als Begrifflichkeit selbst bereits irreführend. Das irreführende Selbst liegt in der Begrifflichkeit, besser gesagt in dem Fassen in Begriffe. Und das sei dann überhaupt auch die Schwierigkeit, der sich Jung immer wieder konfrontiert sieht und die zu vielen Missverständnissen gegenüber seiner Theorie geführt hätten. Denn was die Begriffe beschreiben, sind nicht, was sie ausdrücken. Sie sind empirische Vereinfachung, Bündelung, sprachliche Konstrukte eines nicht-sprachlichen Zusammenhanges. Der Archetypus selbst als Typus, so Jung, sei also eine Als-ob-Annahme. Es gibt praktisch keine Archetypen. Möchte man aber die kollektiv unbewusste Funktionsweise und derer Zusammenhänge verdeutlichen, ist dieser Begriff eine Art Schematisierung dieser Zusammenhänge. Man ist born with a certain functioning, a certain way of functioning, a certain pattern of behavior. And that is expressed in the form of archetypal images or archetypal forms. Das kollektive Unbewusste drückt sich also in Form von Archetypen aus. Der Ausdruck selbst ist aber immer nur über eine Projektion in die Außenwelt oder ins eigene Erleben sichtbar. Heißt, es gibt kollektiv unbewusste Zusammenhänge, die sich in gewisser Weise in Erleben und äußere Symbole und Zusammenhänge übersetzen. Dabei sind aber die äußeren Zusammenhänge sekundär. Sie sind nicht die Archetypen, sondern die Verkörperung eines gewissen inneren Zusammenhanges oder aber Begehrens. Wenn daher Jung beispielsweise von der Anima als Archetyp spricht, ist das eine Vereinfachung, eine Symbolisierung, die bestimmte innere Zusammenhänge und Notwendigkeiten verdeutlichen soll. Die Mutter oder Frau ist dann für diese Zusammenhänge einer der, sagen wir mal, explizitesten Anknüpfungspunkte. Anima sei also wie jeder Archetyp ein Erfahrungsbegriff bzw. ein Erlebniskomplex, der im Prinzip einer Gruppe von artverwandten Erscheinungen versucht, einen Namen zu geben. Am Beispiel des Mutterarchetypen lässt sich das dann besonders gut verdeutlichen. Also die Formen, in denen sich der Mutterarchetyp ausdrückt, sind Magneten für bestimmte Zusammenhänge und Aspekte, wie beispielsweise Mutter Gottes, Jungfrau, Paradies, Reich, Universität, Himmel, Erde, Wald, Meer, stehende Gewässer, Unterwelt, Mond, Acker, Garten, Höhle, tiefer Brunnen, Quelle, Mandala, Schraubenmutter, Backofen, Kochtopf, Kuh oder Hase und vieles mehr noch. Der Archetyp ist also eine Art Funktionsweise. Die archetypischen Vorstellungen sind die Projektionen, auf die sich diese Funktionsweise beziehen. Typen bezeichnet also in dieser Hinsicht einfach nur eine Art gewisse Regelmäßigkeit. Diese Typen können sich in Figuren oder Situationen ausdrücken. Jung nennt dies dann die Motive. Beispielsweise die mythologischen Erzählungen seien dahingehend Symbolisierung dieser genannten Motive. Archetypen sind also Konsequenzen eines kollektiven Unbewussten und, wenn man so will, vergleichbar der Instinkte, jene vererbt werden. Damit sind Archetypen aber auch überkulturell. Also sie sind in allen Menschen und in allen Kulturen zu finden, nur jeweils in ihrer eigenen kulturellen Ausstaffierung. Der innere Erlebniskomplex sei dabei aber immer noch der gleiche, ob nun in beispielsweise westlicher oder östlicher Ausstaffierung. Because man is not born every day. He is once born in a specific historical setting with the specific historical qualities, and therefore he is only complete when he has a relation to these things. It is just as if you were born without eyes and ears, when you are growing up with no connection with the past. From the natural, with the standpoint of natural science, you need no connection with the past. You can wipe it out, and that is a mutilation of the human being. Was aber hier vererbt wird, sind also nicht konkrete Vorstellungen, sondern
Möglichkeiten von Vorstellung, das heißt bestimmte Bereitschaften gegenüber der Außenwelt. Und wie physische Qualitäten a priori vorhanden seien, wären es eben auch diese psychischen Qualitäten. Jung sieht hier beispielsweise Parallelen zu Platons Konzept der Idee als a priori vorhandenes Wissen über die Welt. Der Mensch besitze also eine, sagen wir mal, präformierte Psyche, die sich nicht erst erzeugt im Zusammentreffen mit der Welt, sondern sich darin einzig in ihrem archetypischen Potenzial konstituiert. Die Archetypen seien dahingehend aber auch eher durch Bilder als durch Sprache ausgedrückt. In den Bildern, also den Vorstellungen selbst, können sich Zusammenhänge ausdrücken, die in der Sprache einzig verflachen müssten. Ein Bild ist dabei eine Funktionsform. Bild, wie Jung sagt, drücke nicht nur die Form der, sagen wir mal, auszuübenden Tätigkeit aus, sondern auch deren typischen Situationen, in denen die Tätigkeiten ausgelöst würden. Wie auch Instinkte eher an sich nicht sichtbar sind, sondern einzig in Handlungen und Situationen, in denen sie sich ausdrücken, sind auch die Archetypen nicht sichtbar. Es gibt daher auch keine begrenzte Zahl an Archetypen, also eine Liste aufzustellen wäre müßig. Es gibt so viele Archetypen, wie es beispielsweise identifizierbare oder strukturierbare Erlebniskomplexe gäbe. Am Ende seien aber die Archetypen keine Charakterzuschreibung, also jemand sei dieser oder jener Archetyp, könne man nicht sagen. Wenn überhaupt, können bestimmte archetypische Vorstellungen und Funktionsweisen sich in bestimmten Individuen sehr verwirklicht oder haben oder vorherrschend sein. Aber letztlich hat jeder Mensch alle, also wenn man überhaupt von einer gewissen Anzahl sprechen kann. Über den tiefsten Grund der Archetypen kann aber auch Jung nichts aussagen. Einzig über dessen Konstituierung und dessen Funktionieren, womit ich diesen kurzen Vortrag dann auch abschließen möchte. Endlose Wiederholung hat diese Erfahrung in die psychische Konstitution eingeprägt. Nicht in Form von Bildern, die von einem Inhalt erfüllt wären, sondern zunächst beinahe nur als Formen ohne Inhalt, welche bloß die Möglichkeit eines bestimmten Typus der Auffassung und des Handelns darstellen. Wenn sich im Leben etwas ereignet, was einem Archetypus entspricht, wird dieser aktiviert und es tritt eine Zwanghaftigkeit auf, die wie eine Instinktreaktion sich wider Vernunft und Willen durchsetzt oder einen Konflikt hervorruft, der bis zum Pathologischen, das heißt zur Neurose, anwächst.